Hey ho und herzlich willkommen zu dem neuen Part von Cooking Tiger. Ich habe abstimmen lassen, was wir als nächstes kochen und es war gar nicht so einfach, weil ich für dieses Gericht gar nicht die Zutaten im Haus hatte. Für alles andere hatte ich die Zutaten, nur dafür nicht. Und wir kochen heute Hackbällchen in Tomatensauce. Und ohne weitere Umschweife beginnen wir doch schon mit den Zubereiten der Bällchen. Entweder eine große Zwiebel oder zwei kleine mit einer Knoblauchzehe, eine Tomate, eine Handvoll Pilze und natürlich Möhrchen. Dann brauchen wir für Hackbällchen natürlich Fleisch, Paniermehl, ein Ei und Käse. Öl, dann nehmen wir Salz, Pfeffer, Vegeta. Also, sollte vielleicht auch im Bild stehen, ne? Ich würde sagen, wir schnippeln zuerst das Gemüse klein. Mary Poppins, ich brauche Hilfe. Und schnapp. Danke, Mary Poppins. Es ist ein Kinderspiel. Jetzt kannst du gehen. Jetzt kannst du gehen. Und wir können mit dem nächsten Arbeitsschritt beginnen. Ich bin begeistert. Okay, wir haben 11 Krüppelbällchen rausbekommen. Kleine Notiz auch an mich selber, die Zwiebeln noch kleiner schneiden. So, und nachdem ihr dezent die vergessenen Zutaten passend, wie ich im Hintergrund stehen habt, nach keinem Rezept. Ich mache mir meine eigenen Rezepte und wir löschen das Ganze mit einem Schuss Rotwein ab. Und dann tun wir auch schon ohne weitere Umschweife die Tomatensauce rein. Und zwar nehmt ihr Käse, je nachdem was für Käse ihr am liebsten haben möchtet, und legt den schon mal vorsichtig über die Hackbällchen drüber. Ticken Salz mit hinzu, bisschen Pfeffer. Tun wir natürlich auch noch Basilikum mit dran. Ein, zwei Schüsse Milch während des Rührens dazu zu geben. Und dann nehmt ihr das Ganze, sieht man hier auch noch vor mir. Ja, sieht man gut genug. Und gießt das Ganze halbwegs gleichmäßig drüber. Und jetzt tun wir eigentlich nur noch die ganze Form bei 180 Grad für eine halbe Stunde in den Ofen. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr habt die Zeit so sinnvoll genutzt wie ich und habt vielleicht nebenbei nochmal den Küchenboden gewischt, weil euch vielleicht eine Auflaufform vom Gitter gerutscht ist, als ihr es im Ofen tun wolltet und dabei alles ein bisschen über den Küchenboden verteilt wurde. Theoretisch. Auf jeden Fall sieht man, die Hackbällchen sind jetzt leider auch ein bisschen zu lange drinne gewesen. Dann noch ein bisschen Soße. So, da kommen wir schon zur Verkostung dieser Köstlichkeit. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an beim Zerteilen. Schmeckt voll geil. Schmeckt besser als beim letzten Mal. Also geschmackstechnisch ist es echt 1A geworden. Dieser kleine Schuss Milch, den ich mit dran gemacht habe, wunderbar, hat viel von der Säure genommen. Das Hackfleisch schmeckt sehr, sehr fruchtig, finde ich. Also es schmeckt einfach, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das Hackfleisch schmeckt einfach so besser. Akzeptiert das. Die Soße ist eben auch sehr gut geworden. Die Möhrchen sind noch ein bisschen knackig, sind nicht ganz verkocht. Und die Pilze sind auch sehr lecker. Oh.
Okay, ich hoffe, das hat euch genauso gut gemundet, wie es mir gemundet hat und eure Zubereitung läuft etwas besser als meine. Aber welche Skills braucht man, um das zuzubereiten? Ich fand es jetzt nicht so das einfachste Gericht. Ich habe auch relativ bisschen was falsch gemacht. Zwiebeln zum Beispiel waren viel zu grob fürs Hackfleisch. Deswegen tendiere ich dazu, meine bisher schwerste Wertung zu geben. Und zwar 4 von 10 Sim-Skill-Punkten, damit man beim Kochen nicht in Flammen aufgeht. Es hätte mir sogar passieren können. Auf jeden Fall, man muss halt auf vieles drauf achten. Hackfleisch muss halt passend geknetet sein. Ich war überrascht, dass ich gleich die richtige Menge Panini und alles dran hatte. Das ist wunderbar, sich hat kneten lassen. Wenn ihr aber Rezeptvorschläge habt oder Alternativen zur Zubereitung, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Ich lese es mir auf jeden Fall durch und werde es auch beim nächsten Mal, wenn ich koche, berücksichtigen.